Jetzt müssen wir erstmal hier... Bauen wir jetzt erstmal eine Mine. Mine, Mine, Mine. Ne, das ist eine Schmiede. Das ist eine Mine. So, zack. Zack, bang. Wir wollen zu unserem Charakter. Ach, Mann. Kämpft er schon wieder? Oh, er kämpft. Schmerz. So, unser Skelett hilft uns natürlich sehr viel hier. Sehr gut. Die sind irgendwie unkaputtbar. Almighty Skelette, ey. So, dann wollen wir hier noch die Waldspinne wegmachen. Und irgendwas hat uns schon wieder entdeckt. Tod. Wir sind hier so viele Goblins, oh Gott. Das sind echt viele. Mach es mal den da. Nee, bleib mal. Bleib hier, bleib bloß hier. Gott, nicht noch mehr holen. Mach ihn mal kaputt. Genau, so. Und ihn. Hier sind Spinnen. Okay, weiter will ich erstmal nicht, dann... Das Skelett regelt hier schon wieder. Aber der ist auch tot. Dann wollen wir ihn noch töten. Und dann haben wir es erstmal hier frei gemacht. Er ist natürlich wieder immun gegen unseren Zauber. Warum auch nicht. So. Töten. Töten. So. Nagelkeule und ein Schild der Lemuren mit Weisheit. Das haben wir, glaube ich, an. Genau. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht einpacken. So, und dann gehen wir erstmal hier wieder zurück. Hier. Ist doch schon wieder ein roter Punkt. Ach, hier ist so eine Spinne. Ja, egal, die soll mich jetzt erstmal nicht stören. Ich gehe erstmal hier wieder hin. Und werde dann erstmal hier die vier nehmen. Hier ist schon wieder irgendwas. Na. Hier, den Messerstecher. Ach, jetzt habe ich meine Bauern dahin geschickt. Ich dummes Ryan. Hier. Zurück, zurück. Zurück. Töte den Goblin-Typen hier, der hier irgendwo rumturnt. Mit Schmerz. Genau, so. Jetzt bitte aber zurück. Oh, jetzt kommen hier andauernd Gegner, oder was? Nee, das... Nee, okay, sieht gut aus erstmal. Ah, ich glaube, das war nicht so clever, was ich hier gemacht habe. Na egal. Ihr baut auf jeden Fall erstmal eine Fischerhütte hier hinten irgendwo. War das doch... Genau, hier. Fischerhütte, weil wir brauchen noch ein bisschen Nahrung. Und, damit wir noch mehr Truppen kriegen. So, die Mine steht auch mit 5 Arbeitern, das ist gut. Dann, wenn die hier ihren nächsten Stein weggebracht haben, können wir dann nämlich auch... Moment, wir hatten ja, glaube ich, auch noch dann ein Nahrungslager. Das können wir eigentlich dann auch noch bauen. Moment. Dann... Ah, dafür habe ich wieder so wenig Einheiten. Egal, wir nehmen erstmal die beiden hier. Die bauen jetzt mal noch schnell das Nahrungslager. Das war hier irgendwo. Dann kriegen wir nämlich doppelt so viel Nahrung. Wenn das hier irgendwo hinpasst. Doof. Ach, toll, dann stellen wir es halt dahin. Gott. So, und die bringen ihren Stein weg, das ist gut. Ihr baut schon mal eine Steinbruch, bitte noch. Genau, wo ist er? Da. Steinbruch. Du auch. Und du auch. Du sollst dich nicht reinstellen, du sollst mitbauen. Gott. Du hole nur Slack. So. Genau. So, damit haben wir jetzt erstmal soweit alles Nötige aufgebaut. Hier kommt schon wieder ein Gegner, den werden wir gleich mal axen. Auf den hier. So, genau, weil hier bauen nämlich auch schon unsere Handwerker, das ist nicht gut. Ich bin noch überlegen, ob ich hier vielleicht so ein Türmchen drauf setze. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Schauen. So, erstmal hier den Goblin wegmachen. So. Er haut schon ab. Ja, du wusstest, was dir blüht. Du wusstest, was dir blüht. So. Super. Noch irgendwo ein Gegner? Nö, sieht gut aus. Gut, dann lass mal ihn mal hier stehen. Und schauen mal, was hier so passiert. Die angeln schön vor sich hin. Nahrung habe ich noch keine. Doof. Aber ich kann ja trotz allem schon mal ein paar Rekruten basteln. Genau. Machen wir noch ein paar mehr, so. Weil, ja... Ich will nämlich eigentlich dann auch noch einen Scharfschützenstand errichten, weil die nämlich besser sind als die Speer, mehr Rüstung und so weiter. Sind zwar ein bisschen teuer und auch dauern länger zum Bauen, aber das... Ich habe hier noch einige Gegner vor mir, deswegen werde ich das lieber so machen, lieber gleich richtig, weil ich habe ja auch diese Einheiten-Maximumsgrenze und so weiter und so fort und überhaupt und, ja... Gegner? Nö, alles schön. So, dann wollen wir doch mal sehen. Rekruten haben wir schon mal.
Wie viel haben wir davon jetzt? Ich würde, das sind jetzt 5. 2 sind noch in Produktion, das heißt, machen wir mal noch 3er. 1, 2, 3, so. Dann haben wir 10 davon. Dann wollen wir eigentlich noch ein... Wir können sogar noch Arbeiter bauen. Oh, awesome. Awesome. Sehr gut. Hä, wieso? Ich dachte mal, hä? Nee, ich bin verwirrt. Ich bin einfach verwirrt. Ach so, Moment. Jetzt laufen die da hin. Doof. Ja, los. Schneller. So, und dann wollen wir hier unsere Arbeiter. Und davon wollen wir wieder... Warte mal, wir haben jetzt 3, brauche ich noch dafür. Ich mache einfach mal noch ein paar. So, es wird schon irgendwie hinkommen. So, ihr geht auf jeden Fall erstmal fischen. Wie viel habe ich denn jetzt da drinne? Hier müsste ja auch noch einer rumstehen, irgendwie. So, er hier. Wo läuft er bitte hin? Ach, er bringt den Fisch ins Nahrungslager, genau. Gut. Dann habe ich jetzt hier 5 Handwerker. Das ist okay. Dann habe ich eigentlich soweit erstmal alles klar gemacht hier. Was geht? Ach ne, den Schießstand wollte ich noch, genau. Den stellen wir mal hier hin. So. Dann, genau. Machen wir mal noch ein paar Arbeiter. So. 30 haben wir jetzt. Dann haben wir das Maximum erreicht. Tut ja auch nicht weh, wenn wir weniger haben. So. Super. Die bauen jetzt noch den Schießstand, wenn das erledigt ist. Hier, baut mal mit hier. Geht schon ein bisschen schneller. Du auch. Wenn das erledigt ist, werden wir dann unsere Scharfschützen bauen können. Und dann ist alles schön. Dann geht's auch mal hier voran ein bisschen. Dann können wir nämlich hier hinten das Lager überrennen. Erstmal uns die Aria-Quelle sichern und dann ein paar Kleriker machen, die nämlich Heiler sind. Genau, Priester mit Streitkolben, leichter Eisenrüstung und haben den Zauber Heiler. Und die Goblins produzieren immer weiter. Das gefällt mir irgendwie nicht so richtig. Na egal. Es wird schon gehen irgendwie. So, jetzt haben wir erstmal die hier. Das sind, müssten 10 sein. Ja, genau. Charakter mal auf F1, genau. Und der Schießstand wird gebaut und gebaut und irgendwie ziemlich langsam, obwohl ich da 8 Arbeiter dran habe. Gott, wie lange dauert das mit einem? So, der Schießstand steht. Wir wollen... Ach komm, wir wollen das Upgrade. Es geht doch schnell. So, zack. Und dann wollen wir hier... Moment, wir haben auch schon Nahrung, aber noch nicht genug. Wir wollen wenigstens mal noch 5 haben von den Fernkämpfern. Lag. Lag sind nicht schön. Oh mein Gott. Es leuchtet rot, das heißt, ich krieg aufs Maul. Es war von einem Goblin oder was hier? Ja, Goblin-Schwertkämpfer. Du hast sowieso nichts zum Helden hier. Hier ist noch einer. Goblin-Wildfang. Du sollst nicht gucken. Guck nicht. Mein Lager. Hast hier nichts zu suchen. Geh weg. Ich mag dich nicht. Stirb. Ist hier noch einer? Nö. Ja, Ja. So, Nahrung 100, yay, Upgrade. So, dann wollen wir jetzt hier noch schnell 5 von den Scharfschützen machen. Die jetzt auch glücklicherweise, weil wir das Upgrade durchgeführt haben, 2 Steine auf einmal, 2 Steine, bin ich bescheuert, 2 Pfeile auf einmal schießen können und damit wahrscheinlich doppelten Schaden anrichten, was ich hoffen tue oder so. Und dann wollen wir hier gleich schon mal den Tempel des Lichts hinsetzen, weil den brauchen wir nachher noch für die Kleriker. Genau. Und ja. Moment, du kommst mal hier hin. Die will ich in eine Extragruppe packen, damit sie nicht mit den Nahkämpfern immer dahin laufen. Das ist irgendwie nicht so schön. Und ihn lege ich mir jetzt trotzdem mal auf die 3, weil das sich dann einfacher klickt. Weil die F-Tasten doch ein bisschen weiter weg sind. Ja, ich bin diesbezüglich ein bisschen unentschlossen, aber hallo. Muss auch mal sein. So, dann, ja, weiter. Bauen und so hier. Schneller. Bitte. Schneller. Schneller. Baut wie der Wind. Oder beschwört. Oder wie man das auch... Steht nicht da. Ich dachte, ich krieg eine Antwort auf meine Frage bezüglich des Verbs. Hier kommen 2 Goblins. Ich hab euch schon gesehen. Ihr habt keine Chance. Ihr habt überhaupt keine Chance. Versucht's doch erst gar nicht. Was bemüht ihr euch überhaupt, hier den langen Weg herzulaufen? Ihr habt es sowieso gar keine Möglichkeit, mich zu besiegen. Denn spür den Schmerz.
Ja, da wissen nichts mehr. Und nochmal, Schmerz. So, und wir kriegen dafür, glaube ich, auch gut Erfahrungspunkte dann irgendwie so. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch 7 untätige Bauern. Und die sollen jetzt mal hier noch ein Türmchen hinsetzen, weil ich nicht weiß, wie das so nachher weitergeht, ob ich dann vielleicht noch von anderen Seiten angegriffen werde. Deswegen stelle ich jetzt hier einfach mal prophylaktischen Turm hin. Und damit haben wir auch unsere ganzen Einheiten erstellt. So, ich würde den Teil an der Stelle beenden. Beim nächsten Mal werden wir uns dann das Lager hier drüben vorknöpfen. Ja. Ich hoffe, das Let's Play hat euch bis hierhin gefallen. Falls ja, dürft ihr das gerne abonnieren und ich würde mich auch über konstruktive Kritik in Form von Kommentaren freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss!